So, hi, heute ein neues Video. Da hinten ist das Oktoberfestgelände. Die bauen gerade ab oder immer noch. Die brauchen ja schon ein paar Wochen, um das Gelände freizuräumen von den ganzen Bierzelten und so. Und heute mein Thema, wie wirst du eigentlich Coach? Ich war heute, innerhalb 5 Minuten war ich heute Coach. Ich war heute Morgen nämlich im Waschcenter. Ihr kennt diese Sachen, wo halt die Waschmaschinen steht, wenn man halt irgendwo im Urlaub ist und so, man hat keine Waschmaschine, kann man dort seine Wäsche waschen und trocknen. Und ich kenne diese Waschcenter natürlich von überall auf der Welt. Los Angeles, New York, Italien, Frankreich, überall lasse ich meine Wäsche dort waschen oder wasche ich meine Wäsche dort selber. Und die Funktionsweise ist ja immer identisch. Geld reinwerfen in eine Maschine oder an einer zentralen Eingabestelle und Wäsche waschen. Und was war heute Morgen? Ich habe meine Waschmaschine fertig gemacht. Da kam der Erste und brauchte Hilfe. Sein Level war ja ungefähr hier und ich wusste ja schon, wie es geht. Ich konnte ihm das ja beibringen. Und das ist halt eigentlich Coaching. Du hast jemanden, der das Wissen nicht hat und du hast dieses Wissen und bringst es ihm bei und zeigst ihm, wie er sein Ziel erreicht. Sein Ziel war diesmal Wäsche waschen. Und die Funktionsweise der Waschmaschine zu verstehen, wo er halt Geld reinwirft, welchen Knopf er drücken muss und. Und das habe ich heute bei 3 Leuten gemacht. Das war der Erste, der hat den Anmachknopf nicht gefunden und hat mich gefragt, halt 40, 60 oder 90 Grad seine Wäsche waschen soll. Dann war jemand, der wusste das nicht mit den Trockner. Und eine Frau, die hat halt 50 Cent zu wenig reingeschmissen, hat auf den Knopf gedrückt und wusste jetzt nicht, warum die Waschmaschine nicht geht. Und da war aber immer noch Guthaben in den Display von 3,50 Euro, aber sie hat 50 Cent zu wenig reingeschmissen, dass die Waschmaschine geht. Und dann habe ich die heute Morgen schon gecoacht, diese 3 Leute. Obwohl das ja überhaupt nicht mein Business ist, aber weil es mir halt Spaß macht. Und so kannst du das auch. Du hast zum Beispiel Erfahrung. Du hast 20 Kilo abgenommen. Du kannst doch sicher das zeigen, wie andere Leute auch 20 Kilo abnehmen können. Dein Weg, wie hast du es geschafft? Wie lange hast du gebraucht? Vielleicht kannst du sogar noch mehr Tipps geben. Und das ist halt das Coole beim Coaching-Business. Und du kannst dafür auch Geld verlangen. Du kannst wieder einen Stundenlohn machen, du kannst ein Erfolgshonorar verlangen und. Zum Beispiel war ich in Düsseldorf bei Jürgen Höller. Ihr kennt den bestimmt, den Motivationscoach. Und er hat zum Beispiel gesagt, natürlich kann er super gut motivieren und. Und dann hat er noch den Mike Dearson, der kann natürlich super gut verkaufen, ist ein Verkaufstrainer oder so. Aber was denen zurzeit fehlt, ist halt jemand, der sich mit den sozialen Medien auseinandersetzt und der dort Erfolg hat. Und er kauft sich jetzt diese Experten ein, die auch keine gestandene Coaches sind, aber die schon Erfolg auf Instagram, YouTube und so haben, die kauft er sich ein. Weil er will auch dorthin. Und das ist ihm auch viel Geld wert. Er hat gesagt, er wird in den nächsten Jahren circa 250.000 Euro ausgeben an Coaching und an Experten, damit er dann auch mehr soziale Reichweite hat. Dass die einem die Tipps und Tricks beibringen. Warum? Ich mache das ja auch. Ich hole mir auch Experten zu verschiedenen Themen. Und es ist doch viel einfacher. Ich zahle jemand 500 Euro, dass er es mir beibringt. Und dann habe ich das innerhalb 5 Stunden vielleicht gelernt, habe 500 Euro auszugeben. Wie wenn ich dann halt ein halbes Jahr rumarbeite und ich habe es immer noch nicht verstanden und immer noch nicht umgesetzt. Da ist doch meine Zeit auch viel zu schade und deshalb braucht man Experten. Und du bist sicherlich auch ein Experte. Du hast sicherlich auch schon in der Schule jemand was beigebracht und warst besser. Und ja, und ein Experte, ein Trainer nimmt dafür halt Geld. Und das kann jeder. Und deshalb starte einfach dein Expertenbusiness, weil irgendwas wirst du auch gut können. Ja, ob das jetzt Motivation ist, in Fitness bist du gut oder. Vielleicht bist du auch im Webdesign gut und so und kannst anderen Leuten beibringen, wie WordPress funktioniert. Und du kannst dir dann halt so einen Coaching-Raum mieten und 20 Leuten live bei einer Veranstaltung zeigen, wie sie ihren ersten WordPress-Blog einrichten, welche Sicherheitsplugins sie brauchen und schon mal die ersten Erfahrungen mit Suchmaschinenoptimierung und.
diese Leute, diese 20 Leute, überleg mal, wenn du das halt in so ein 5-Stunden-Seminar machst, die zahlen dafür vielleicht 99 Euro, 100 Euro mal 20 minus die Saalmiete und eventuell ein bisschen Ausgaben für Werbung. Wobei, wenn du dann halt auch bei sozialen Medien gut bist und bei Suchmaschinenoptimierung, brauchst du vielleicht auch gar nicht so viel Geld für Werbung ausgeben. Vielleicht reicht es einfach, eine Webseite zu machen, WordPress-Kurse-München.de oder so, und die dann optimieren. Und jeder, der halt dann einen WordPress-Fachmann in München sucht oder einen Kurs in München, kommt ja sowieso auf deine Seite und schon bist du wieder ein Experte und kannst dein Wissen weitergeben. Und wenn du dann auch dein WordPress-Wissen zum Beispiel hast, kannst du natürlich auch diese Webinare, Seminare, alles verpacken als DVD und das dann die Leute senden und verkaufen. Oder du kannst einen Online-Kurs machen und sagen, hey, die Live-Veranstaltung kostet 99 Euro, du bist aber in Berlin, du kannst dir für 59 Euro den Kurs kaufen. Den erstellst du einmal und kannst ihn ein paar tausend Mal verkaufen im Jahr. Es ist ja kein Limit nach oben. Das Einzige, was viele Experten falsch machen, gerade am Anfang, und du musst halt weiter lernen, du musst natürlich wachsen, du musst natürlich deine Zielgruppe auch immer wieder neue Informationen geben. Das heißt, die bleiben ja nicht stehen. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, hey, den Wissensstand von WordPress von vor 5 Jahren und dich einfach nicht in deiner Nische weiterentwickeln. Du musst natürlich wachsen und musst sagen, hey, ich habe immer die neuesten Trends mit WordPress, ich habe immer die neuesten Plugins, die Fragen auf Sicherheitsfragen und das auch bei Fitness, immer die neuesten Trends oder so, dass man dir auf jeden Fall die Fragen beantworten kann. Oder bei jeder anderen Nische auch. Zum Beispiel, ich coache ja Leute beim Thema Geld verdienen und mein Spezialgebiet ist ja Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist einfach geil. Und ich bilde mich sofort, ich gehe auf so viele Veranstaltungen, morgen und übermorgen bin ich wieder hier in München auf einer Veranstaltung, deshalb bin ich eigentlich auch nur hier. Und das ist auch bei, ich habe Mastermind-Gruppen mit anderen Leuten, die erfolgreich sind in Affiliate-Marketing. Ich treffe diese Leute, wir tauschen uns aus, ich schaue nach Amerika hin, was ist denn da Cooles, was gibt es denn da neue Funnels, was gibt es da neue Programme und. Und deshalb bilde ich mich immer weiter. Umso mehr Wissen kann ich natürlich auch meine Kunden vermitteln. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass du den richtigen Preis für deine Dienstleistung findest. Das in einem nächsten Video. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Erfolg. Das Video ging schon wieder 7 Minuten. Ich versuche ja immer so viel Content rauszuhauen, wie es geht. Und nicht erstmal 10 Minuten bla bla bla, dann nochmal 10 Minuten bla 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 und dann in der 28. Minute, hey, das ist es. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Erfolg und rock dein Business, like meinen Kanal und bei Instagram bin ich, bei Facebook bin ich, schreib mich an und ciao.